Jung von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke schon, dass die aktuelle politische Lage in der Türkei mehr als besorgniserregend ist, insbesondere unter dem Aspekt der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Meinungs- und Pressefreiheit. Und meine Damen und Herren, wir verkennen nicht, dass damals natürlich der Putschversuch in der Türkei, der mit Gewalt einen Umsturz herbeiführen wollte, auch unter keinem demokratischen Aspekt akzeptabel ist. Bomben auf ein Parlament sind nicht akzeptabel. Aber, meine Damen und Herren, das Ausmaß der Säuberungen und der Repressalien nach dem Putsch hat ebenfalls nichts mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit zu tun. Und meine Damen und Herren, deshalb sind auch die Verhaftungen und Repressalien gegen frei gewählte Abgeordnete hier mit Nachdruck zu verurteilen. Ich will das aufnehmen, was der Außenminister hier gesagt hat. Die Türkei ist schon erheblich herausgefordert, auch was beispielsweise Terrorangriffe und Terroranschläge anbetrifft. ISIS oder PKK, wenn ich es richtig gesehen habe, hat es heute wieder einen Anschlag gegeben. Das sind mit die meisten Anschläge der letzten Wochen, die ein Land ertragen muss. Aber deshalb Verhaftungen von frei gewählten Abgeordneten vorzunehmen, das kann unter keinem Gesichtspunkt akzeptiert werden. Das hat mit Terrorbekämpfung wahrlich nichts zu tun. Und ich stelle mir auch die Frage, ob nicht der Präsident klüger beraten wäre, auch im Hinblick auf die Sicherheit in seinem eigenen Land, wenn er wieder zurückkehren würde zu dem Versöhnungsprozess mit der PKK, um gegebenenfalls damit Anschläge in der Zukunft zu verhindern. Und meine Damen und Herren, aber in dem Zusammenhang die Aussage von Präsident Erdogan, dass Deutschland als sicherer Hafen für Terroristen bezeichnet wird, das, glaube ich, ist nicht nur falsch, sondern solche Unterstellungen sind erst recht gegen einen Bündnispartner völlig inakzeptabel. Meine Damen und Herren, wenn man an die Entwicklung der Türkei denkt, an ein Land Kemal Atatürks, da muss man leider heute feststellen, dass die Politik von Präsident Erdogan mit der Politik von Kemal Atatürk nun wahrlich nichts mehr zu tun hat. Er will das Land umbauen in einen autoritären, islamisch geprägten, nationalistisch geprägten Staat. Aber, meine Damen und Herren, das hat mit den Wertgrundsätzen Europas und mit den Wertgrundsätzen der NATO nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Und deshalb, glaube ich, müssen wir schon darüber nachdenken, welche Maßnahmen wir ergreifen. Der Außenminister hat gerade ein paar Punkte angesprochen. Ich will aber zu der Forderung auch etwas sagen, die da lautet, dass die Beitrittsverhandlung jetzt ausgesetzt werden soll. Unabhängig von der Tatsache, dass die Kommission das anders entschieden hat, glaube ich auch, dass es jetzt nicht richtig wäre, hier den Dialog, der notwendiger denn je ist, zu unterbrechen, sondern dass es notwendig ist, das durchaus aufzunehmen, wenn der türkische Außenminister gesagt hat, wir sollten mit Europa wieder zu der positiven Agenda zurückkehren, dann müssen wir den Außenminister natürlich auch daran erinnern, dass er erst wieder zu den Werten Europas zurückkehren muss, damit wir diese Agenda auch wieder entsprechend aufnehmen können. Und meine Damen und Herren, in der Türkei herrscht eine Atmosphäre der Einschüchterung und der Gewalt. Die Menschen leiden unter Existenzangst und sie hoffen auf Europa und die NATO. Und gerade deshalb müssen wir jetzt Solidarität mit den Menschen in der Türkei zeigen. Ich finde, es war richtig, als Staatsministerin Böhmer mit Kolleginnen und Kollegen von uns in der Türkei war, dass sie sich im türkischen Parlament mit Abgeordneten der türkischen HDP getroffen hat. Ebenso war es richtig, dass der Botschafter Erdmann
die Redaktion von Cum Juriat besucht hat. Und ich glaube, es war auch das richtige Zeichen, dass der Bundespräsident den Journalisten Karl Dündar hier zum Gespräch eingeladen hat. Wenn ich aus all diesen Gründen zu dem Ergebnis komme, dass die Beitrittsverhandlungen nicht auszusetzen sind, so sehe ich aber auch keine Möglichkeit, jetzt bei der derzeitigen politischen Situation weitere Verhandlungskapitel zu eröffnen. Meine Damen und Herren, eins sollte aus meiner Sicht allerdings auch klar sein. Wenn der türkische Präsident und das türkische Parlament die Einführung der Todesstrafe beschließen sollte, dann bleibt uns keine andere Wahl. Erstens, die Beitrittsverhandlungen komplett auszusetzen und zweitens, die Mitgliedschaft der Türkei im Europarat zu beenden. Und Kollege Bartsch, was das Flüchtlingsabkommen anbetrifft, dann glaube ich, wird eins oft vergessen. Dieses Abkommen ist durchaus ja auch im Interesse der Flüchtlinge. Kein einziger Flüchtling ist mehr in der Ägäis seit dieser Zeit ertrunken. Wir haben, seitdem das Abkommen funktioniert, ist diese Zahl unbestritten erheblich zurückgegangen. Die Situation im Mittelmeer sieht anders aus. Die Frage auch im Interesse der Türkei ist natürlich dort vorhanden unter finanziellen Aspekten. Aber ich glaube, es dient insbesondere auch den Flüchtlingen. Und deshalb darf man das in dem Zusammenhang nicht aus dem Auge verlieren. Nur, ich füge das auch hinzu. Gerade jetzt, wir haben über Terrorismus gesprochen, gerade jetzt, wo der Kampf gegen ISIS unmittelbar in Mosul und in Raqqa geschieht, wo hier dieser Terrorismus von der Internationalen Allianz bekämpft wird, wäre es ein völlig falsches Signal, wenn wir die Solidarität mit der Internationalen Allianz beenden und hier aus Incirlik abziehen, meine Damen und Herren. Aber ich halte es schon für notwendig, um das auch klar zu sagen, dass auch die NATO deutlich macht, dass das derzeitige politische Vorgehen in der Türkei nichts mehr mit den Weltgrundsätzen der NATO zu tun hat. Und deshalb glaube ich, dass angesichts der Tatsache, dass die Türkei Nachbar von fragilen Staaten ist, wie Syrien und Irak, vom Terror ISIS und PKK auch bedroht ist, auch im Hinblick auf die Flüchtlingssituation, alles dafür spricht, dass die Beziehungen mit der NATO und Europa auch von Seiten der Türkei aufrechterhalten werden und sie wieder zurückkehren zu den Grundsätzen, die Europa und die NATO prägen. Und meine Damen und Herren, ein letzter Gedanke. Ich glaube, in dem Zusammenhang darf man auch nicht ganz verkennen den Faktor der Wirtschaft, der in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt. Die Türkei hat einen erheblichen Einbruch schon zu verzeichnen im Hinblick auf den Tourismus. Ein Rückgang auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Investitionen. 60% der Investitionen kommen aus Europa. Und deshalb, glaube ich, muss der Präsident auch wissen, dass er mit seiner Politik seinem Land erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügt. Und deshalb finde ich, dass unter all diesen Aspekten sowohl gegenüber dem türkischen Präsidenten, aber auch der türkischen Regierung die klare Aufforderung bestehen muss, kehren Sie zurück zu den Werten Europas und der NATO, zu Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und zur Presse- und Meinungsfreiheit. Besten Dank.